Sechs junge Frauen sind die Protagonistinnen der Tanzgruppe Unkraut. Sie tanzen bereits seit mehreren Jahren mit der Choreografin Doris Ullich in der Tanzwerkstatt Wien. In ihrer Performance hinterfragen sie das Frauenbild kritisch. Zum einen verkörpern sie dieses, zum anderen möchten sie es aber gerne verändern. Der Name der Tanzgruppe Unkraut steht hierbei symbolisch für das sich nicht unterkriegen lassen. Themen wie Unterordnung und sich widersetzen spielen in der Performance eine bedeutende Rolle. No individual woman. No individual woman. Ja, die sechs jungen Frauen haben sich die Frage gestellt, was sie formt, wer sie formt, warum sie so sind, wie sie sind. Und diese Idee von so einer floralen Umsetzung, ein Wildwuchs zu sein oder eben diese Sehnsucht, wilder zu wachsen, als man eigentlich wächst, hat uns zu Bewegungen ja, wie getrieben. Es gibt viele Botschaften, es ist mir eine Einladung, nämlich sich vielleicht Gedanken zu machen, ob man aus einer Reihe tanzen möchte oder nicht und auch wie leicht es eigentlich geht oder auch nicht und wie sehr geprägt man ist. Also ich glaube, es geht um so eine Reflexion drüber und vielleicht kriegt man Mut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ja, ich glaube, es ist eben der Versuch, etwas aus sich herauszubringen, das man mit Worten vielleicht anders beschreiben würde. Der Körper ist für mich ein sehr direktes Mittel, um, ich sage mal, mit dem Publikum zu kommunizieren. In den jungen Frauen schlummert das Bedürfnis nach Individualität und Selbstbestimmtheit. Allerdings werden diese Emotionen oft unterdrückt, von ihnen selbst, aber auch von der Gesellschaft. In der Performance wehren sich die sechs jungen Frauen gegen den Druck, in ein Gesellschaftsbild von Frau zu passen und sich anzugleichen. Auf lustige, schräge und humorvolle Weise erörtern sie diese Themen tanzend.